kann aber hier wieder nur Dünger an. Es geht schon wieder keinen Dings. Kannst du für den Trecker einen Frontlader kaufen und eine Gabel? Also eine Palettengabel? Ne, ich glaube, haben wir gar keinen Trecker dafür, oder? Also einen mit Front. Nee, haben wir keinen. Ich schau mal, was mal. Wir können ja jetzt irgendwie platzierbare Dinger kaufen da. Was hast du um? Paletten. Nee, es gibt ja platzierbar jetzt auch schon was. So ein Silo. Wasserturmwerkstatt, Heizkraftwerk. Flüssigkeitstank, Mineralstoff, Saatguttank, da. Kannst ja mit, auf die Grünfläche in der Mitte stellen vom Hof. Ja. Saatguttank. Nee, auf die Grünfläche wird das nicht gestartet. Aber da steht auch da, wichtig, das Befüllen an diesem Tank ist teurer, als das Saatgut in einem Big Pack zu kaufen. Ja, aber Big Pack momentan halt, oder ich kaufe ein Big Pack und stelle ihn draußen hin. Kann man auch mal ein Paletten und dann hast du ja Saatgut Big Pack. Zurück. Paletten. Saatgut. Oder wir haben hier Saatgut? Wir haben eigentlich gar kein Saatgut rumstehen. Wir haben nämlich Mineral. Mineral, ja. Ja, sehe ich gerade. Da wird das schon leer geworden sein. Daran. Ja. Ja, super. Du kannst ihn beim Händler abholen. Kannst ihn beim Händler abholen. Das bringt uns jetzt was? Nichts. Wir haben jetzt da eine Palette stehen. Ja, jetzt kann ich trotzdem wieder einen Dank kaufen. Dann musst du jetzt mit deiner Erntemaschine, mit der Saatmaschine hinfahren zum Händler, da auffüllen und wieder zurückfahren. Wer bezahlt dir diese Transportkosten? Ja. Er hat jetzt einen Tank gekauft. Ja, bis wir halt Dings haben. Ich könnte ja mal verkaufen. Kaufen halt extern ein. Problem ist, wir haben halt nur einen Hänger. Ja. Ja, kannst mich ja einmal zwischen abladen und dann kannst du ja Raps wegbringen. Ich habe ja hier auch Raps. Wenn das Teller, ey. Stimmt, wie geht eigentlich Licht an? Mit F. L. F. Gefahr? Armblinker, wir haben hier eine wichtige Aufgabe. Fahre 10 km/h. Also wenn einer Saatgut braucht, dann Händler steht, gell? Ne, genau. Kannst du da jetzt hin? Nee. Du hast der Dings gekauft. Für die freie Name. Brauchen ja die Vögel auch was. Du sagst, wir kannst zum Silo fahren. Ja. Jetzt ist er hier nochmal drüber gedobert, der Idiot. Ja, das muss schon ordentlich werden. Ja, das mach ich aber jetzt nicht mit. Oh. Wenn du pusht, ist das mein Problem. Hier abladen. Hier kann man doch nicht abladen. Nee, du sollst auch nicht hier abladen, dann macht einen Haufen. Ach stimmt, man konnte ja nicht rückwärts. Du musst unter das Rohr fahren. Ja, ich weiß. Ich stand aber gerade nicht unter Rohr. So. War nämlich angeblich neben dem Rohr. Angeblich. Füllung starten. So, wo soll ich denn hinfahren? Ja, dort, wo du am meisten kriegst. Ja, Preise. Was haben wir denn hier? Wie sieht ein Raps aus? Ja, das mit den Kügelchen. Das Blume, dritte. Eine Blume mit drei Stängeln. Kügel, das dritte. Okay. Das zweite. Nee, das dritte. Vor der Sonne Blumen. Achso, davon, wovon man 23. Das erste ist Weizen, das zweite ist Gersten. Raps, Sonnenblume, Bohnen, Mais, Kartoffeln, Rüben, Kacke. Scheiße, und dann geht's halt noch weiter. Gülle, Wolle. Also verkaufen wir jetzt beide am Mabelfeld. Raps ist gerade gesunken, das ist eine Frechheit. Das war gerade besser.
Haben wir nicht noch was anderes? Problem ist, die Mappelfeldmühle, die geht über den Zug. Das stimmt. Aber dann können sie mir doch auch mal Zug fahren. Lokführer ist beschäftigt. Also da wir da ja am meisten kriegen, ich fahre das Zeugs mal in unser Depot. Gegen das. Genau, dann lädst du das alles ins Depot, was du hast, und dann kommt der Lokführer gleich rum da. Wie ging das? Linksklick. Man konnte doch auf der Karte irgendwas markieren. Ja, irgendwie geht das. Ein Ziel setzen. Draufklicken auf das Symbol da. Dann unten irgendwie. Navigiere zu oder so. Und du sollst nicht das Spiel verlassen. Hä? Ah, okay. Ich glaube, ich weiß warum. Ein Hoch auf Internet Reconnect. Connection lost. Genau, jetzt ist auch der Teamspeak weg. Ist logisch. Kein Internet! Sie werden es überleben. Und nochmal hier fahren. Dann Amas. Dam. Ach Gott, das ist immer so lange gedauert, der Scheiß hier. Na, was ist denn los? Wird das noch was mit Neustarten oder wie? Oder wie wird das, Kommt das Internet heute nochmal? Ah, oh, da sind sie wieder. Ach, da ist er wieder. Internet Reconnect wahrscheinlich. Ja, habe ich eh schon gesagt. Warum ist das immer abends? Ja, das müsste man mal ein bisschen umstellen, gell? Einfach mal. Ein Router. Auf morgens 5 Uhr oder so. Naja, ein Router einfach mal morgens neu starten. Weil so lange bist du ja nicht on. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr mich Spiel wieder findet oder nicht. Ich glaube, ich das Spiel neu starten muss. Bitte warten, es wird sonst einfach vorbei. Er sucht. Also er findet es nicht. Er findet es nicht. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Madag. Kann natürlich schon sein, dass er es nicht findet, weil ich ja auch rausfliege, wisst ihr. Ja, anstatt zu. Ich muss jetzt nochmal gucken. Problem ist auch, dass man nicht immer Deutschland 2 auswählen kann. Doch, ist drin. Jetzt bin ich rausgegangen gerade. Also, ich komme in Deutschland 2 gerade nicht rein. Ich weiß gerade nicht, was. Doppelklick. Das liegt dann muss ich neu rein. Ich weiß gerade nicht, was mein X-Bit aufnimmt, aber es nimmt irgendwas auf. Bei mir ist aus. Ach so. Was? Deutschland 2 ist. Warte, ich gehe Deutschland. Nimm mal normaler. So, jetzt ist die Frage. Ja, Deutschland und Deutschland 2. Manchmal ist es merkwürdig. Ja, bei mir war früher auch das erste Mal kein Deutschland 2. Ja, aber manchmal geht's nicht. Ich weiß das ist wirklich nicht. Du wurdest abgelehnt. Ja, ich hab versehentlich gerade geklickt, weil. Ja. Akzeptieren. Ich frage mich halt nur, was mein X-Bit jetzt aufnimmt. Ja, du musst halt mal nachschauen. Ja, woher sehe ich denn das? Hast du jetzt akzeptiert? Nee, ich glaube, bei dir habe ich immer Ablehnen geklickt. Kann ich das irgendwo ändern? Na doch, jetzt. Hä? Nee, mit Murdoch synchronisieren. Moment. Tja, jetzt wird natürlich recht wissen, was nimmt er auf. Ja, dann frag ihn doch. Ja, woher soll ich denn das? Jetzt einfach. Wie kann ich ihn dich jetzt da wieder hinzufügen? Von immer ab. Ja, er will jetzt auch mit abbrechen, da irgendwie nicht ganz rausgehen. Warten auf akzeptierendes Spiel, was? Ja, weil ich immer ablehnen geklickt habe. Ich muss wahrscheinlich neu starten nochmal. Spiel abbrechen. Oder ich starte neu.
So, jetzt schreibt er, Fokus wurde weggelegt. Möchten Sie jetzt anhalten? Nein, möchte man nicht. Jetzt ist er wieder drin, cool. So, Multiplayer. Spiel erstellen. Jetzt einmal neu gestartet. Let's play. Weiter. Start. Deutschland. Start. Jetzt habe ich es halt auch noch normal, die drei. Das ist irgendwie komisch. Das heißt, wenn ihr zu früh startet, wird der Switch da immer automatisch rauf. Jetzt kann ich beide akzeptieren. Doch automatisch ist akzeptieren. Nein, das machen wir nicht. Was ist, wenn ich dich nicht dabei haben will? Ja, weil ich einfach immer dabei sein will. Tja, was du willst, interessiert doch keiner. Ich bin eh immer der Beste. Ja. Der beste Loser, ja? Ja, eigentlich bin ich das Stück Mist, was in der Ecke rumliegt. Ein Stück Kacke, was da rumwurzelt. So. Was ist das neue Ding? Jupp. Das neue. Das kommt jetzt öfters. Das neue. Gut, machen wir weiter. Genau. Jo, Ed macht Ansage dann. Also, ich nehme schon durchgehend auf die ganze Zeit. Ah, okay. Ich hab's einfach gelassen, mal gucken, was dann zum Schluss rauskommt. Gut, hier sind wir auf jeden Fall wieder. Jo. Genau. Was man da machen? Stimmt, ich wollte schauen, ob man einen Marker setzen kann. Normal. Dann bin ich auf den Marker setzen gegangen und das Spiel abgestürzt. Oh. Voll unglücklich. Problem ist, man kann halt nur einen Marker setzen auf Symbole, die da sind, und der Lokschuppen, der ist nicht da. Tja, dann beginnt ja, die Karte. Dann muss ich das halt mich dauern. Verfahren. Einfach auf der Schiene langfahren. Meinst du, ich muss mich zuerst noch waschen, bevor ich da zum Kunde fahren kann? Nee, wenn du richtig stinkst, dann weißt du, dass du richtig Arbeiter bist, ey. Na gut, hast recht. Und dass das frisch von den Kühen kommt und sowas, der ist so richtig Mist und so. Dann probieren wir jetzt mal aus, ob dieser Mod funktioniert, dass der Blinker wieder ausgeht, wenn der Blinker erstmal anging. Also Singleplayer hat auch funktioniert. Kann hier am Feld auch blinken. Nee, mehr oder weniger, ich weiß es gerade nicht so ganz. Ja, geht wieder aus, wenn du in die Gegend setzt, dass du Richtung lenkst wieder. Also. Ja, er geht aber automatisch wieder aus nach ein paar Sekunden. Nur wenn du lenkst. Wenn ich jetzt geradeaus fahre? Dann bleibt er eine ganze Weile an. Na, und sobald du wieder in die andere Richtung lenkst, als wieder Blinker ist, geht er aus. Bei aber mir dazu muss ich ja nicht mal groß reinschwenken. Nee, nur kurz mal blinken, dann geht's schon. Ja, kurz ja, mal lenken. Dann tue ich doch nicht wirklich lenken. Da tue ich meine Fahrbahn auf der Straße korrigieren. Ja, das ist halt so, was soll ich machen? Kann man doch wohl detektieren, ob ich da jetzt wirklich weiter einlenken. Ja, dann sag das den Herold bitte. Der wird dann googeln. Wieso fahre ich jetzt hier eigentlich durch den Ort? Ist da nicht irgendwie eine bessere Straße? Ja, Abkürzung, quer für dein. Nein, wir fahren vernünftig. Wir fahren vernünftig, fahr hier mit Speedlimit 35, an dem Schild fahr ich trotzdem mit 42 dann vorbei. Es geht gar nicht, wir werden die Strafe zahlen. Wer zahlt die Strafe, Junge? Du, hier ist Speedlimit 15, Überbrücker. Naja, 50 geht auch. 33. Nach der Brücke dürfen wir 35 fahren, die haben ja ganz schöne Ansprüche. Warum dachte ich eigentlich letztens, dass Blinker hier Punkt und Komma wäre? Weil das irgendwo mal war. Oder? Ne, Punkt und Komma war bei Age of Empires, waren sie wichtig. Age of Empires hat doch keine Autos. Nee, aber da war es wichtig, die dachte. Und bei Euro Truck Simulator, oder? Wie war's mit GTA? GTA? Gibt's da Blinker überhaupt? Ja, da gibt's auch Blinker. Mal was Neues. Habe ich ausprobiert. Kann vielleicht auch sein, aber glaube nicht, oder? Mit Bunken, Komma. Abkoppeln, aussteigen, Plane schließen. Wie kann ich denn hier abkippen? Mit R oder so irgendwie, glaube ich, ist das. Auskippen, ganz I. Oben steht's I. I, okay. Wäre zu simpel gewesen.
Und wenn du Steuerung I drückst, dann kippst du es irgendwo auf freie Fläche.